Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hier ist Arnold und dieses kleine Arschgesicht wird nicht sprechen. Warum? Oh, das? Weil ich's dir sage. Warum siehst du denn so aus, Arnie? Hier gucken Kinder zu. Du kannst doch nicht einfach deinen Stil ändern. Du machst alles kaputt, du Trottel. Echt, ja, das ist ja auch, wenn jemand in Koma liegt, ne? Der spricht ja nicht, außer er spricht im Schlaf. Cool, ja, das ist jetzt interessant zu erfahren, was da mit der Stimme passiert. Weil wenn man eine Weile nicht spricht, dann ist die Stimme manchmal ziemlich komisch oder man kriegt kein Wort raus. Okay. Wusstest du, dass du im Schnitt 7000 Wörter pro Tag sprichst? Und ich glaube, bei mir sind es viel mehr, weil ich rede jeden Tag in die Kamera oder fast jeden Tag. Nach einem Jahr des Schweigens hast du... Was zum Teufel? Oh Mann, warum? Ich tue alles. Warum hat das so einen Pferdestrahl? Du solltest mir zuhören. Arnold, bist du denn übergeschnappt? Diese Stereoanlage hat eine Lautstärke von über 150 Dezibel. Sonst wäre es ja sinnlos. Das lässt doch deine Trommelfelle platzen. Selbst so einem Idioten wie dir sollte das klar sein. Arnie, ich nehme hier nicht nur deine Stereoanlage weg, sondern auch laut, dein Telefon, deinen Laptop, deine Xbox und alle deine Spielsachen. Und gleich die Tapete. Du könntest mir widerstehen? Ist das dein Ernst? Komm her, du kleines Oh, Alter, was ist hier los? Es nicht, die Stereoanlage einzuschalten. Oh, Scheibe, jetzt ist alles kaputt. Was zum... Arnold, wenn du so etwas noch einmal machst, drehen wir ein neues Video mit dem Titel Was passiert, wenn man dich bei lebendigem Leib in 1000 Teile zerlegt? Genauso. Aua! Reiß dich zusammen. Oh, da war der Finger. Endlich! Der Klang deiner Stimme drastisch verändern. Dein Gehirn tunt deine Stimme, indem es dein Gehör nutzt. Und nach einem Jahr haben deine Ohren vergessen, wie du geklungen hast. Außerdem tut es weh, nach einer so langen Zeit zu sprechen. Ohne Training werden die Stimmbänder schwächer und die Lungen sind schneller erschöpft, weil sie zu wenig Luft bekommen. Du siehst seltsam aus, Arnold. Geht's dir gut? Du hast dich verändert. Denk daran. Erster Avatar. Du kannst immer mit mir reden. Und außerdem abonniere den Kanal, wenn du Arnold toll findest. Okay. Ich werde also meine Stimme niemals ruhen lassen. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.